Muckel leckt, oh, Muckel versteckt und niemand was weckt. Oh, das reimt sich ja und das ist eigentlich gut. Eigentlich möchte man meinen, dass der kleine Kobold Pumuckl, der doch nun schon eine geraume Weile beim Schreinermeister Eder wohnt, allmählich sein Seefahrerblut vergessen hätte. Der Tatsache, dass der Pumuckl manchmal ein Segelschiff irgendwo hinkritzelt, hat der Meister Eder bisher keine große Bedeutung beigemessen. Aber das war ein Irrtum. Der Pumuckl glaubte nämlich bisher, dass Segelschiffe nur auf großen Meeren fahren und dass Meere so unendlich weit weg seien, dass man niemals dorthin gelangen kann. Diese Vorstellung aber änderte sich mit einem Schlag, als neulich ein Mann zum Meister Eder kam und ein Kästchen bestellte für sein Wochenendhaus, das an einem See liegt. Und dabei kamen sie auf das Segeln zu sprechen. Wissen Sie, Herr Eder, das ist eine alte Jolle, die ich da habe, aber mir genügt's. Ich segle nur zu meinem Vergnügen. Da haben Sie recht, das Segeln ist wirklich ein Vergnügen. Ja. Wie ich noch jünger war, da bin ich mit einem Freund auch oft gesegelt. Wir sind sogar Regatta gesegelt. Was Sie nicht sagen. Wissen Sie, man hat halt draußen auf dem See seine Ruhe. Am Strand, da geht's ja so zu, namentlich sonntags. Ja, ne? Da haben Sie recht. Mein, wie lange ist es schon her, dass ich an den See gefahren bin? Obwohl wir die Seen direkt vor der Nase haben und wir mit dem Zug in einer halben Stunde draußen wären. Sagen Sie, Herr Eder, wenn Sie segeln können, sollten Sie es zur Erholung schon mal wieder versuchen. Hm? Nein, ich nimmer. Am Ende schmeiß ich um. Nein, lieber nicht. Ja, also, das Kästchen können Sie nächste Woche abholen. Das ist ja großartig, Herr Eder. Und ich danke Ihnen nochmal schön. Nicht? Also, bis nächste Woche und auf Wiederschauen, Herr Eder. Auf Wiederschauen. Habe ich da jetzt richtig gehört oder habe ich da jetzt falsch gehört? Das ist ja unerhört. Wo ist der See? Wo ist der See mit den Segelschiffen? Vor deiner Nase, hast du gesagt? Naja, das musst du jetzt nicht so wörtlich nehmen. Da muss man schon mit dem Zug hinfahren. Ja, aber man ist schnell draußen, hat der Mann gesagt. Ja, komm, bitte hör gleich mit dem Arbeiten auf, damit wir ganz schnell draußen sind. Segelschiffe! Du weißt doch, dass ich ein Nachfahre der... Erbauter Männer bist, freilich. Ja. Aber schau her. Die waren ja auf großen Segelschiffen auf dem Meer und nicht auf so einem kleinen Schifferl da auf dem See. Ja, aber Segelschiffe sind Segelschiffe und Wasser ist Wasser und ich will in einem Segelschiff auf einem Wasser sein. Wasser ist nicht Wasser. Doch, Wasser ist Wasser. Glaub mir, für einen echten Klabautermann kommt nur Salzwasser in Frage und kein Süßwassersee. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ob süß oder sauer, das ist einem Klabautermann ganz egal. Er will ja das Wasser nicht trinken, sondern er will ja nur... Ja, wenn du aber mit mir fahrst, dann fahren wir alle zwei ins Wasser. Ich kann vielleicht gar nicht mehr segeln, sowas verlernt man. Solange der Wind das Ding nicht verlernt, das Blasen nicht verlernt, da verlernt man auch das Segeln nicht. Glaub einem Klabautermann. Na, das glaube ich auch einem Klabautermann nicht. Das weiß ich besser. Außerdem habe ich kein Geld für sowas. Und damit basta. Und damit nicht basta. Schon basta. Nicht basta. Nicht basta. Nicht basta. Pumuckl, jetzt sag ich dir eins, fang kein Theater an, ja? Ich kenn das Spiel schon, wenn du was willst und recht umeinander tobst und dann was anstellst. So lang bist du am Ende doch das erreichst, was du willst. Deinen Eigensinn vertrag ich nicht, verstanden? Ich hab dich schon verstanden, aber du verstehst mich nicht. Das ist nämlich gar kein Eigensinn, das ist hier drinnen, hier ist das ein Drücken da, in mir drinnen. Das tut da innen so drinnen ziehen und drücken und das tut es oft, aber dann sage ich nichts, weil das Meer ja so weit weg ist. Aber immer wenn ich was von Segelschiffen höre, dann tut es so, hier drinnen tut es. Und jetzt wo ich erfahren habe, dass Segelschiffe ganz nah vor der Nase sind, da drückt es so, dass ich
schlucken muss. Denn wenn ich nicht schlucke, dann läuft es als Träne hier oben raus, da bei diesen Dingern, aber da bei meinen Pumuckl, Augen läuft es raus. Du wirst doch kein Heimweh haben, ne? Nee, ich hab keine Heimweh. Ich schau, das lohnt sich doch gar nicht. Die Schifferl sind ja nicht länger wie, na, wie meine Werkstatt da. Und ich bin zu alt zum Segeln. Nein. Alle Kapitäne sind alt und segeln trotzdem. Schon. Aber jetzt bist vernünftig. Du dichtest jetzt ein lustiges Gedicht. Ich kann jetzt nicht dichten. Mir fällt überhaupt kein Reim okay, ein. Geh freilich aus, Maus, Saus, raus. Ich denke immer nur an Schiff. Ich denke immer nur an Segel, Schiff. Und es denkt sich in meinem Kopf überhaupt kein Reim dazu. Ja, Schiff, dann denk halt nach. Griff, Schliff, Pfiff und bei Pfiff, da fängst du zum Pfeifen an. So, Ich kann nicht pfeifen. Ja, dann singst. Kannst du denn singen, wenn du traurig bist? Geh zu, Pumuckl. So kenne ich dich ja gar nicht. Ein Kobold ist doch nicht traurig, sondern lustig. Ja. So, jetzt setz dich da in deine Schaukel. In die Schiffschaukel. Ja. Ich mag jetzt nicht schaukeln. Dann lass das bleiben. Ich muss jetzt weiterarbeiten. Der Meister Eder hat die Säge eingeschaltet, weil er nicht so recht zugeben wollte, dass ihm das Heimweh vom Pumuckl nahe ging. Aber während er so arbeitete, dachte er darüber nach, ob er nicht doch vielleicht das Segeln noch recht gut könne und ob es wirklich so ganz und gar unmöglich wäre, einmal mit dem Zug an den See zu fahren und ein Segelschiff zu mieten. Nach einiger Zeit schaltete er die Säge ab. Pumuckl! Ja? Wie ist es jetzt? Was? Wenn wir am Sonntag rausfahren, ja, und wenn wir wirklich ein Segelboot mieten könnten und wenn du mit mir segeln darfst, wäre dann am Ende vom Tag das Heimweh nur noch größer oder wäre es für einige Zeit vorbei? Dann ist alles Heimweh vorbei. Dann kann ich wieder dichten und essen und schaukeln und vielleicht sogar pfeifen. So, ist das sicher? Ganz sicher. Schau mal her. Schaukeln kann ich jetzt schon wieder. Und tralala, tralala. Singen kann ich auch schon wieder. Und wenn du mir jetzt ein Stück Schokolade gibst, dann kann ich sogar schon pfeifen. Nein, dann kann ich's essen und dann kann ich pfeifen. Soll ich mal pfeifen? Na, so geht es. Nein, das pfeifen kann ich nicht. Aber das kann ich ja auch nicht, wenn ich sehr lustig bin, weißt du? Aber weißt du was? Ich kann dichten. Ich kann dichten. Passt mal auf. Ja. Seht ihr den Kapitän dort stehen, daneben den Klabauter, auf die Wellen schaut er. Es tost der Sturm, es ist enorm, es bläst der Wind, das Schiff geschwind über den See, Jucho, Juchi. Tatsächlich war am Sonntag darauf das Wetter so schön, dass man zum Segeln hinausfahren konnte. Der Pumuckl war außer sich vor Glück und Erwartung. Im Zug war er so brav, dass es dem Meister Eder beinahe unheimlich war. Auch als der Schreiner das Segelboot mietete, saß der Pumuckl mucksmäuserstill in Eders Rocktasche. Erst als sie draußen auf dem See waren, tat der Pumuckl einen Jubelschrei, dass man es weithin hören konnte. Wasser, schau die Wellen und unser Segel. Oho! Du bist der Kapitän und ich bin der Oberste aller Klabauters. Hurra, hurra! Pumuckl, schrei nicht so. Ich muss schreien, weil das doch alles so schön ist. So schön! Du, die da drüben von dem Ruderboot, die schauen schon rüber, wer da so schreit. Ach, Ruderboot. Langsames Zeug ist es gegen uns. Hab ich nicht gesagt, dass du gut segeln kannst und nichts verlernt hast. Ja, wenn man es nicht so genau nimmt, bin ich ganz gut vom Steg weggekommen. Und wenn der Wind so schön gleichmäßig bläst, ist es auch kein Kunststück. Achtung, Pumuckl, wir wenden. Ja, wir wenden. Geh mir nicht im Weg rum. Ich muss mich gleich auf die andere Seite setzen. Ja. Oh, langsam. Unser Schiff liegt am Schirm.
keine Angst. So stark ist der Wind nicht. Und schau, ich brauch nur ein bisschen nachgeben. Ja, gib nach. Dann liegt's nicht mehr so schief. Gib nach und leg dich nicht mehr so. Na, nein, da wird's jetzt langsamer. Ach, das ist nicht schön. Fahr bitte wieder schnell. Pfui, pfui, warum fährt der viel schneller als wir? Und das, obwohl er überhaupt kein Segel hat. Ja, weil er dafür einen Motor hat, weißt du? So wie die Autos. Motor ist dumm. Nichts für Klabauter. Segel ist viel schöner. Eine Segel, eine Kunst ist. Motor ist ja bloß so eine Drinsitzsache, oder? Ja, ja, Drinsitzsache. Also drin sitzen und Gas geben. Ja, und Gas gibt's auch. Und lenken muss man halt. Die große Kunst ist das nicht. Nein. Schon gar nicht bei diesen eleganten Motorbooten, wo man bloß den Zündschlüssel umdrehen muss und schon springen soll. Was? Die springen? Die springen auf dem Wasser und brauchen einen Schlüssel dazu wie eine Tür. Dummes Zeug. Komm, wir wenden wieder. Achtung, also, setz dich schön in die Mitte. Ja, und halt dich fest. Da hab ich fest. Ui, wie du das kannst. Also das ist, mir fällt gar nicht ein, was das von dir ist. Wenn ich dich nicht schon zum Kapitän ernannt hätte, dann würde ich dich jetzt zum Oberdoppelkapitän ernennen. Ja, ja. Wie wär's mit Admiral? Admiral. Das wäre gerade der richtige Titel für mich. Eder, Admiral zur See. Ja, du bist ein Admiral, das weiß schon jeder all. Und von den Fischen jeder sagt toll, ganz Meister Eder. Ahoi, Seemann, ahoi, Hallera. Die beiden waren wirklich von Herzen vergnügt. Sie segelten bei herrlichem Wind kreuz und quer über den See. Nach 2 Stunden bekam der Meister Eder Hunger. Und weil sie gerade nahe am Strand vorbeisegelten, von dem bunte Gartenschirme eines Kaffeehauses herüberwinkten, sagte der Meister Eder: Weißt du was, Pumuckl? Wir legen jetzt gleich an dem Steg vor dem Café dort an. Warum? Du, ich habe einen Mordshunger und einen Durst, den habe ich auch. Aber ich habe überhaupt noch gar keinen Hunger und überhaupt keinen Durst. Ich will weiter segeln. Nein. Nachher segeln wir ja auch wieder. Aber jetzt möchte ich eine Pause machen. Kannst du im Boot bleiben, solange ich Kaffee trinke? Kann da ja nichts passieren. Du bist ja unsichtbar, solange ich nicht da bin. Ja. Und ein Unsichtbarer kann auch nicht ertrinken. Ja, das ist gut. Ich setze mich hier unter das Flattersegel und warte und ich bewache das Schiff. Das tust du, ja. Das ist eine richtige Klabauterarbeit. Ja. Das haben meine Vorfahren auch immer getan. Na, also, ja. Und kaputt machen kannst du auch nichts. Kann ich nicht. Da kann ja nichts passieren. Jetzt muss ich bloß so anlegen, dass wir uns nicht blamieren. Ich mag's nicht, wenn die Leute im Café und auf dem Steg was zum Lachen haben. Niemand soll über den großen Admiral lachen. Das geht gegen unsere Seefahrtsehre. Wir werden anlegen, dass sie nur so staunen. So werden wir anlegen. Nun, zum Staunen gab's für die Zuschauer nichts. Auch nichts zum Lachen. Jedenfalls vorerst nicht. Der Meister Eder legte richtig im Wind an, täute das Boot fest und ging ins Café. Der Pumuckl blieb auf dem Schiff. Der kleine Kerl kam sich allein auf dem Schiff wie der Herr über alle Meere vor. Er kletterte den Mast hoch und blies mit vollem Backen in das Segel. Er ließ sich hin und her schaukeln. Er beäugte prüfend das Steuer. Kurzum, er war ein vorbildlicher Nachfahre der Klabautermänner. Bis er auf die Idee kam, auch die Fangleine zu prüfen, mit der das Segelschiff am Steg festgemacht war. Ja. Scheint gut zu halten. Schön heruntergewickelt, gewackelt, diese Schnur gleich. Fangleine. Ja, Fangleine heißt sie. Mit der Fangleine fängt man sich einen Steg. Gut gefangen. Wenn man mit der Leine eine schöne Schlinge macht, in die sich der Pumuckl setzen und schaukeln kann, das wäre auch gut. Ja, aber wie macht man so eine Schlinge? Halt, ich hab's. Man zieht aus diesem schönen Knüpfeknopf ein Stück Fangleine so weit heraus, dass eine Schlinge daraus wird. So, noch ein bisschen größer. So, noch ein bisschen größer, so. Und jetzt kann sich der Pumuckl in die Schlinge schlingeln und... Halt! Nicht aufgehen, dummer Knopf! Nicht! Sonst hält das Schiff ja nicht mehr! Und du, dummes Schiff, zerr nicht so! Ich kann dich nicht halten! Oh! Es zerrt und zerrt! Halt! Nicht! Hilfe! Hilfe!
Das Schiff und der Wind aber waren stärker als der Pumuckl. Die Fangleine, deren Verknotung der Pumuckl aufgezogen hatte, löste sich unaufhaltsam und das Schiff trieb hinaus in den See. Der Pumuckl hielt so verzweifelt die Leine fest, dass er ins Wasser gezogen wurde. Gottlob war er unsichtbar, so dass er nicht ertrinken konnte. Mit einem Riesensatz hüpfte er wieder ins Boot. Und da saß er nun und guckte hilflos zu, wie er hinaustrieb. Der Meister Eder saß bei Kuchen und Kaffee im hintersten Winkel des Gartens. Er hatte bei dem Regensonntagsbetrieb keinen anderen Platz mehr bekommen. Erst als er sich, um zu bezahlen, nach der Bedienung umsah, bemerkte er den Menschenauflauf auf dem Steg. Und dann sah er auch, dass sein Segelschiff draußen auf dem See trieb, schwankend und mit flatternden Segeln. Er rannte durch den Garten und hinaus auf den Steg. Da kommt einer gerannt. Ich glaube, dem wird das Boot kehren. Also diese Sonntagssegler, nicht einmal ein Boot können es gescheit festmachen. Mei, hoffentlich klärt sich das mit dem Kind. Sie, kehrt Ihnen das Boot? Ja. War da ein Kind auf dem Boot? Nein, ein Kind nicht. Warum? Ja, weil eine Kinderstimme um Hilfe gerufen hat, wie sich das Boot gelöst hat. Um Hilfe hat er geschrien. Zwei Schwimmer suchen bereits den Grund ab. Aber man kann nichts entdecken. Ja, das glaube ich schon. Ja, was heißt denn da, das glaube ich schon? War jemand auf dem Boot oder nicht? Schreien Sie mich nicht so an. Es war niemand auf dem Boot, der ertrinken kann. Jedenfalls nicht, solange Leute da sind. Ja, jetzt hören Sie doch mal. Das hat aber jemand deutlich um Hilfe gerufen. Das kann schon sein. Trotzdem brauchen Sie sich nicht aufregen. Also Ihre Nerven möchte ich haben. Wenn jemand um Hilfe schreit, dann braucht er Hilfe. In dem Fall weiß ich sicher, dass trotzdem nichts passiert sein kann. Der kann auf keinen Fall ertrinken. Aber das verstehen Sie nicht. Ist da irgendwo ein Ruderboot, damit ich mein Schiff reinholen kann? Am Sonntag kriegen Sie doch kein Ruderboot hier. Die sind doch alle, weiß der Himmel wo. Also ich verstehe den Menschen nicht. Jemand schreit um Hilfe, wie sich sein Boot löst und das rührt ihn überhaupt nicht. Ja, ja, ja. Ach, da kommt einer von denen, die ins Wasser gesprungen sind. Also leider nichts zu sehen. Es muss sich um einen Irrtum handeln. Ja, tut mir leid, dass Sie Umstände gehabt haben. Ist ja besser, wenn nichts passiert ist. Aber Ihr Boot, das müssen Sie irgendwie von jemand hereinholen lassen. Wenn das da draußen treibt und der Dampfer kommt. Freilich, aber ich weiß nicht, wie ich's holen soll. Halt, da kommt einer mit einem Motorboot. Hallo? Hallo, Sie? Bitte? Meinen Sie mich? Ja, mein Segelboot schwimmt da draußen. Es hat sich losgerissen. Dürfte ich Sie bitten, dass Sie rausfahren und... Wieder mal einer, der sein Boot nicht richtig festbinden konnte. Das haben wir gern. Ja, jetzt ist es halt passiert. Aber man kann es ja nicht draußen schwimmen lassen. Ja, besser Ihr Boot schwimmt draußen als Sie. Das Ding kann wenigstens schwimmen. Ja, ich kann's auch. Darum geht's aber nicht. Nein, nein, es geht darum, ob jemand einen richtigen Knoten machen kann. Und da hat's bei Ihnen anscheinend ausgelassen. Der bringt den Knoten überall dort rein, wo man ihn nicht braucht. Ich möchte wetten, dass das Boot da draußen ohne den Herrn besser segelt als mit ihm. Stimmt. Sehr komisch, ja. Aber ich tue Ihnen den Gefallen und hol das Ding rein. Der Meister Eder ist vor den Leuten recht dumm dagestanden. Aber er musste es sich gefallen lassen. Er konnte ja nicht sagen, wer den Knoten gelöst hatte. Er wartete also einigermaßen betreten, bis der junge Mann mit dem eleganten Motorboot das Segelschiff anschleppte. Unter den Blicken der Neugierigen nahm er es in Empfang und stieg ein. Den Pumuckl konnte er natürlich nicht sehen, denn der ist ja nur sichtbar, wenn der Meister Eder mit ihm allein ist. Aber der Schreiner nahm sicher an, dass der kleine Kerl im Boot hockte. Na, er würde ihm die Meinung sagen, wenn sie draußen auf dem See allein sein würden. Vorerst aber musste er noch einige spöttische Bemerkungen über sich ergehen lassen. So, da haben Sie Ihre aufgetakelte Nussschale. Und sagen Sie dem Verleiher einen schönen Gruß. Er soll das nächste Mal eine Fernsteuerung einbauen. Dann ist es nicht so schlimm, wenn sich sein Holzfisch selbstständig macht. Dieser Witzbold. Ja. Also, Dankeschön fürs Holen. Bitteschön, bitteschön. Und wenn Sie wieder anlegen, nehmen Sie alles Kleber mit. Soll in verzweifelten Fällen auch Segelboote am Steg festhalten. Sie nehmen es aber bitteschön jetzt nicht in Steg mit, wenn Sie abfahren. Auch wenn es für Sie ein schönes Andenken wäre. Der Meister Eder zog es vor, auf diese Spötteleien nichts zu antworten. Er segelte ab. Seine Gesichtsfarbe aber war dunkelrot.
Als sie weit genug weg waren, sodass sie keiner mehr sehen konnte, merkte der Meister Eder, dass auch Pumuckls Gesicht rot war. Aber an diesen gesunden Färbungen war nicht die Sonne schuld, sondern der Zorn. Kann man dich wirklich nicht einen Augenblick allein lassen, ohne dass du was anstellst? Den Knoten hast doch du aufgemacht. Nein, ich wollte bloß... Bloß. Ich bin ganz dumm dagestanden, wie ein Depp. Alle Leute haben über mich gelacht. Aber ich wollte genau das bloß... ist passiert, was ich vermeiden wollte. Blamiert war ich. Aber ich Und der junge Kerl mit seinem Motorboot, der hat mich behandelt, als wäre ich ein dahergelaufener Handwerksbursch. Ja, aber ich Hast du gehört, was der alles gesagt hat? Nein, das habe ich nicht. Hat leicht Witze machen mit seinem geschleckten Boot, wo er bloß den Zündschlüssel umdrehen muss, damit es fährt. Und einen Kobold hat er auch nicht. Kein Wunder, dass bei dem immer alles klappt. Ja, aber klappt aber nicht alles bei ihm. Ja, freilich. Nein, nicht alles. Schau doch mal rüber. Der kann gar nicht fahren. Er wird schon noch fahren wollen. Ja, aber die Leute, guck doch mal, die Leute, die stehen herum wie vorher bei dir. Die werden sich das fesche Boot anschauen. Ja, oh, dann werden sie auch lachen. Wieso werden die lachen? Ja, schau doch mal, was ich da habe. Das ist ja... Ja, ist es nicht. Ja, das ist der liebe kleine Zündschlüssel, jawohl. Pumuckl, was du... Ja, hab ich. Meinst du, ich war nicht zornig? Und wie zornig ich war. Aufgetakelte Nussschale, hat er gesagt, zu unserem schönen Segelschiff. Und dann hat er noch Holzfisch gesagt. Nichts gegen Holz und nichts gegen Fisch. Aber Holzfisch. Und wie er das gesagt hat. Und wie er dann so gelacht hat. So... Da habe ich mir gedacht, Schluss, ausgelacht. Und dann bin ich rübergehüpft und dann habe ich den schönen kleinen Schlüssel geholt. Soll er doch mal fahren ohne Schlüssel? Soll er doch seine Nase in das Schlüsselloch stecken und sie herumdrehen? Seine Nase, vielleicht geht's dann. Soll er doch, was er will. Aber meinen großen Kapitän, Meister Eder, den soll er nicht auslachen. Jawohl! Ja, aber... Soll er sich doch einen Ruderkahn kaufen oder soll er sich mit einem Alleskleber ein Segel auf sein Boot kleben und selber blasen? Nein, also das geht nicht. Nein, das wird auch nicht gehen. Und das ist wunderschön. Aber hui, das reimt sich. Doch geholfen. Und vielleicht ist er weiß Gott wo daheim und kommt jetzt nicht zurück. Das ist mir ganz, ganz und gar egal. Ich bin so voll Zorn, wie See voll Wasser ist. Gib auch, Pumuckl. So voll Zorn bin ich. Pass auf jetzt. Wenn man selber so boshaft ist wie der andere... dann ist man selber auch nicht besser. Wieso? Ich find's nicht schlecht, dass der hochnäsige Bursche jetzt einen Schrecken hat. Aber Schaden soll er keinen haben. Wir bringen den Schlüssel jetzt zurück. Nein! Doch! Nein, ich werf den Schlüssel in den See! Nix da! Lass aus! Lass den Schlüssel aus! Pumuckl, ich weiß doch viel was Feineres. Wir segeln jetzt wieder zum Steg und legen an. Ja. Und dann frag ich recht scheinheilig, ob der Herr was sucht. Und du gibst schön Acht. Wenn ich mich bücke, ja. Dann legst du schnell den Schlüssel auf den Steg. Ich tu dann so, als hätte ich ihn gerade gefunden und dann lass ich die Leute ein bisschen über ihn lachen. Ja. Okay. Und dann segeln wir davon und sind die größten Kapitäne, die es gibt. Ja, das machen wir schnell. Schnell Segel zurück. Ja, das machen wir. Da der Wind günstig war, sind die beiden schnell wieder beim Steg gewesen. Der junge Mann und sein Motorboot waren von den gleichen Neugierigen umringt wie vorher der Meister Eder. Und auch hier gaben die Leute alle möglichen Ratschläge. Ja, da wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, als nach dem Schlüssel zu tauchen. Ja, aber wie soll denn ein Zündschlüssel von allein über Bord fallen? Ja, der Herr hat ihn abgezogen und ist auf den Steg rausgesprungen. Und dabei ist er ihm aus der Tasche gefallen. Das kann ja nur so gewesen sein. Haben Sie denn keinen zweiten Schlüssel? Das ist es doch. Den habe ich letzte Woche meinem Freund gegeben, damit er das Boot benutzen kann. Und der hat ihn heute noch in der Tasche. Weiß Gott, wohin der heute gefahren ist. Ich muss mich abschleppen lassen, wenn ich das Boot nach Hause bringen will. Da kommt der Herr mit dem Segelboot. Na und? Er nützt mich auch nichts. Vielleicht haben Sie den Schlüssel auf seinem Segelboot verloren. Ach wo? Das Segelboot habe ich überhaupt nicht betreten. Fehlt was? Der Herr hat den Zündschlüssel verloren. Er muss abgeschleppt werden. Mhm. Soll ich Sie mit meinem Segelboot abschleppen? Das dürfte wohl kaum möglich sein. Aber ich helfe Ihnen gern suchen. Sie haben mir ja vorhin auch geholfen, nicht wahr? Da werden Sie kaum Glück haben. Ich habe schon alles abgesucht. Und ich habe gute Augen. Ja, hey, die besten Augen nutzen nichts, wenn man nicht dahin schaut, wo es was zu sehen gibt. Moment einmal, ich lege erst an und binde mein
mein Schiff fest. Sparen Sie sich die Mühe, sonst muss Ihr Boot wieder reingeholt werden. Nein, diesmal nicht. So, Lala, ist der Knoten so richtig? Oder kennen Sie einen besseren? Ich bin gar nicht zum Scherzen aufgelegt. Ja, aber vorhin haben Sie doch recht viel gescherzt. Allerdings auf meine Kosten. Aber das macht nichts. Jetzt lassen Sie mich einmal suchen. Haha! Ja, was steckt denn da zwischen dem Steckbrett und dem Pfosten? Der Schlüssel! Der Schlüssel! Tatsächlich! Jetzt, aber wir haben hier doch alle gesucht und ja, vielleicht müssen Sie sich doch eine Brille kaufen. Also ich finde das einfach fabelhaft. Sie kommen hier an und finden den Schlüssel. Also das ist mir völlig schleierhaft, wie der Schlüssel da hinkommt. Ja, wissen Sie, ich gebe es ja zu, dass es blöd ist, wenn einem das Segelschiff davon fährt. Aber viel gescheiter steht man auch nicht da, wenn man den Zündschlüssel von einem Motorboot verliert. Dann ist nämlich auch ein Motorboot ein rechter Holzfisch. Ich wollte Sie ja nicht kränken. Ich will Sie auch nicht kränken, aber den schönen Rat darf ich Ihnen jetzt zurückgeben. Kaufen Sie sich doch einen Alleskleber und kleben Sie Ihren Zündschlüssel fest. Und ja, Sie, noch einen Rat, den ich ernster meine. Runterschauen auf jemand ist leicht, solange man selber nicht in der Patsche sitzt. Aber man sollte sich das immer ein bisschen überlegen. Das Rad kann sich ja so leicht drehen. Da hat er nicht Unrecht. Der junge Mann war vorhin recht gnädig. Entschuldigen Sie, bitte. Und es war nicht so gemeint. Ist schon gut. Und noch viel Spaß heute. Jetzt kann ich ja abfahren. Warten Sie, ich bin Sie los. Ja, sehr nett von Ihnen. Dankeschön. Der alte Herr segelt gar nicht schlecht. Er hat auch vorhin einwandfrei angelegt. Dass ihm das Boot vorhin auskommen ist, war sicher Zufall. Wer weiß, wer an dem Knoten herumgespielt hat. Jetzt geht auch das Motorboot wieder. Was doch so ein Zündschlüssel alles ausmacht. Ja, da standen die Leute und guckten den beiden Booten nach. Und ein bisschen war es für alle eine Lehre, die da über den Meister Eder gelacht hatten. Vielleicht haben sie die Lehre vergessen, vielleicht auch nicht. Der Pumuckl und der Meister Eder jedenfalls waren mit dem Erfolg sehr zufrieden. Hast du gehört, was die eine Frau gesagt hat? Ja, ja, dass ich ein alter Herr bin. Nein, so hat sie das nicht gesagt. Sie hat gesagt, dass der alte Herr nicht schlecht segelt und einwandfrei anlegt. Ja, ich habe mich selber gewundert, dass es so gut gegangen ist. Ja, das kommt, weil du einen Klabauter dabei hast, der allen Seemännern Glück bringt. Ja, so kann man es auch sehen. Oh, der Pumuckl ist so vergnügt. Wasser plätschern, Segel flattern, Wind blasen und wie schnell unser Boot geht. Schneller als alle anderen. Da muss ich ja direkt, was muss ich jetzt da gleich? Ja, da muss ich ja vor Vergnügen singen. Ja, dann sing. Ja, wir fahren durch Wellen und Meer. Ho, ho, das freut den Pumuckl sehr. Ho, ho. Ja, das Herz, das springt, der Pumuckl singt. Das alte Lied der Klabauter. Ho, ho, Seemann, ho, ho. Ho, ho. Seemann, ho, ho, wir beide, wir sind ja so froh. Das war ein schönes Lied. Ja. Es war der wunderschönste Tag für den Pumuckl, aber auch für den guten alten Schreinermeister Eder. Abgesehen davon, dass es ihm selber großes Vergnügen gemacht hat, wieder einmal wie in jungen Jahren gesegelt zu haben, machte es ihn auch glücklich, dass sein kleiner Kobold kein Heimweh mehr hatte. Beide sind abends todmüde ins Bett gefallen und haben noch die ganze Nacht von Kapitänen, Segelbooten und hohen Wellen geträumt. Und das Bett schien immer ein wenig zu schaukeln dabei. Als der Meister Eder neulich in seinem Terminkalender blätterte,
stellte er fest, dass der Pumuckl auf den Tag genau 10 Jahre schon bei ihm lebte. Er dachte über diese Zeit nach und musste sich gestehen, dass er doch viel mehr Spaß als Ärger mit dem kleinen Kerl gehabt hatte und dass er ohne ihn gar nicht mehr leben möchte. Er ist in ein Spielwarengeschäft gegangen und hat dort ein Spielzeugauto gekauft. Eines zum Aufziehen natürlich. Das wird ein großer Spaß, hat sich der Meister Eder gedacht. Es war auch ein großer Spaß, zunächst. Aber dann, doch hört euch die Geschichte selber an. Pumuckl! Pumuckl, komm mal her. Langsam oder schnell? Ja, ich hab was für dich. Was Schönes? Dann komm ich schnell. Was zum Arbeiten? Dann komm ich langsam. Heute hab ich was Schönes, weil heute ein besonderer Tag ist. Ich bin schon da. Zeig mal her. Schau. Was in dem Päckchen da drin ist, das gehört dir. Und was ist da drin? Ja, okay, das möchtest du jetzt wissen. Ja. Da wirst du staunen. Das müssen wir ganz vorsichtig aufmachen. Sonst springt es sonst davon. Ui, nein, bitte lass es drin. Ich will nicht, dass es davon springt, wenn es was Schönes ist. Nein, nicht springen, davon fahren kann es. Ah, ja, dann weiß ich schon was. Dann ist es eine Straßenbahn. Du kommst jetzt zu auf eine Straßenbahn. Weil die Frau Schröder vom Vorderhaus gestern so geschimpft hat und gesagt hat, die Straßenbahn fährt einem immer davon. Nein, eine Straßenbahn ist es nicht, aber ein Auto. Ein Auto, ein rotes Auto. Und das rote Auto gehört dem Pumuckl. Geld, erstaunst du. Ja. Und wenn ich das Auto erst aufziehe, dann fährt's ganz von allein. Ganz von allein? Ja, und wenn man das Lenkrad da einstellt, dann fährt's immer im Kreis herum. Ganz von allein? Ja, und wahrscheinlich hält dich das Auto sogar aus, sodass du dich draufsetzen und damit im Kreis herumfahren kannst. Oh. Was sagst du jetzt? Was ich sage? Ja. Ich sage, oh, sage ich, oh. Ein Auto, oh. Ja, habe ich doch gewusst, dass dich das freut. Du, aber langsam, weißt du auch, warum du das heute kriegst? Muss ich das heute wissen? Ja. Vielleicht, weil ich dich heute überhaupt noch nicht geärgert habe oder weil die Sonne scheint. Nein, auch nicht. Oder weil es gleich wieder regnet. Oder, jetzt weiß ich's, weil du einen ganz großen Sack voll Geld gefunden hast. Nein, leider auch nicht. Ziehst du jetzt das Auto mal auf? Krieg ich's jetzt? Nein, noch nicht. Noch nicht? Du bekommst das Auto, weil du heute sowas wie Geburtstag hast. Heute Geburtstag? Ich bin heute geburtst worden. Nein, das nicht heute. Aber vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren. Erinnerst du dich nicht mehr? Da bist du an meinem Leimtopf hängen geblieben und seitdem bist du bei mir sichtbar geworden. Und zur Feier dieses Tages kriegst du das Auto. Ja, daran erinnere ich mich schon. Ho, 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 ho. Das war ein sehr ärgerlicher Tag. Ich hätte mir am liebsten Haare ausgerissen, Kopf abgebissen, Zöpfe rumgeschmissen. Ja, brauchst dir nicht einbilden. Nase abgebissen. Ja, da, brauchst dir nicht einbilden, dass ich erbaut war. Aber das hat sich doch geändert. Oder nicht? Und ich glaube, das ist ein Grund zum Feiern. Wäre ja langweiliges Leben ohne dich. Ja. Findest du das echt wirklich? Echt? Echt? Ganz echt. Ich finde es nämlich auch echt, dass ich, also dass du, ich meine, dass, also so, dass wir, was kriegt man da drin für ein komisches Gefühl, wenn man was echt findet? Oh, gib mir schnell das Auto! Gib mir schnell das Auto, sonst mache ich. Und man kann doch nicht einfach machen, wenn man sich freut. Da muss man doch Ja, das kann man nicht. Du zieh mal lieber das Auto auf und jetzt gib Obacht. Jetzt gib Acht! Oh, es fährt! Es fährt und wie es fährt im Kreis herum, herum und stößt nirgends an. Was das Auto kann, stößt nicht an. Es fährt mit Fleiß herum im Kreis. Es glänzt und blitzt, es saust und flitzt. Jetzt flitzt's nicht mehr. Jetzt steht's. Ja, jetzt muss man's wieder aufziehen. Das ist wieder aufziehen. So. Und jetzt darfst du dich draufsetzen. Ich bin gespannt, ob das geht. Du, halt dich aber gut fest und nicht am Lenkrad. Sonst geht's nicht mehr im Kreis rum, gell? Sondern fährt an die Wand. Ja, Mann. Halt dich an der Windschutzscheibe an fest. Der Windschutz. Also, Obacht, jetzt geht's los. Ui.
Ui, ui. Ist das prima? Ja, das geht ja wunderbar. Ja. Ja, ein bisschen langsamer als vorher, aber das ist gerade gut. Gell, Pumuckl, das ist ein Spaß. Oh, das ist ein ganz großer Spaß. Ein riesengroßer Spaß ist das. Das ist... Oh, oh, halt, halt, halt! Nicht an die Wand! Ja, dreh am Lenkrad. Nicht nach der Seite, nach der anderen. Ah, nein, jetzt kommt der Tischfuß an das Haus. Ja. Oh, ah! Ja, gerade noch vorbei. Dreh andersrum. Der Ofen! Oh, jetzt steht's. War das aber schön. Und dann war das so voller schöner Angst. Ja, viel wäre ja nicht passiert bei dem Tempo, wenn du wo dagegen gefahren wärst. Aber gut geht's. Ziehen wir es noch einmal auf. Ja, bitte. Nochmal und nochmal und dann nochmal und nochmal und dann nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und dann nochmal. Der Meister Eder hat das Auto wirklich eine Stunde lang immer wieder und wieder aufgezogen. Der Pumuckl konnte sich gar nicht satt fahren. Aber irgendwann hat ja jeder Spaß mal sein Ende und der Meister Eder musste wieder an die Arbeit gehen. Der Pumuckl war da aber ganz so, wie manchmal auch Kinder sind. Er wollte und wollte nicht aufhören. Noch einmal, bitte noch einmal. Wenn du es noch einmal machst, dann lasse ich dich in Ruhe. Das hast du jetzt schon 5-mal gesagt. Aber ich muss aufhören. Und schau, das Auto muss ja auch einmal ausruhen, sonst ist es bald kaputt. Nein, ich will aber... Ja, dann probier halt, ob du es selber aufziehen kannst. Da. Ja, das geht nicht, das geht zu schwer. Bitte zieh es mir nur noch ein einziges Mal auf. Nein, aber wir machen was ganz anderes. Ja, was machen wir? Ich leg da 2 Bretter nebeneinander, schräg her. Ja. So, und dann kannst du das Auto ohne Aufziehen einfach runterrollen lassen, wie an einem Berg. Ja, da muss ich es aber doch immer wieder hinaufziehen. Na und, hast doch Zeit. Aber halt, zuerst müssen wir noch das Lenkrad auf geradeaus stellen. So, und jetzt setz dich mal drauf und probier's. Ja, jetzt setz dich mal drauf und probier's. Schön! Aber kurz. Macht nichts. Kannst das ja immer wieder machen. Wenn ich einen großen Berg hätte, einen ganz, ganz großen Berg, dann könnte ich ganz lang herunterrollen, ohne aufziehen. Sicher gibt es in der Stadt irgendwo so einen ganz großen Berg. Du untersteh dich und geh mit dem Auto auf die Straße. Da kämpfst du ja unter die echten Räder. Nein, der Pumuckl nicht. Der Pumuckl genauso wie andere auch. Und wenn du auch für andere Leute unsichtbar bist, das Auto ist und bleibt sichtbar. Das ist nämlich aus Blech und das verschwindet nicht. Ja, aber wenn vielleicht gar kein Mensch hinschaut, weil es ja ein so klein kleines Auto ist und vielleicht gibt es in einem Hof einen Berg. Du gehst mir mit dem Auto nicht aus der Werkstatt, verstanden? So, und jetzt arbeite ich weiter und du kannst dich ohne mich beschäftigen. Pumuckl möchte aber einen großen Berg haben. Ja, dass er einen großen Berg haben möchte, um mit dem Auto herunterzufahren, das hat sich im Kopf von Pumuckl festgesetzt. Und die Warnung von Meister Eder war gleich vergessen. So kam, was kommen musste. Während der Meister nur für ein paar Minuten in seine Wohnung hinaufgegangen ist, hat der Pumuckl, das Auto hinausgeschoben in den Hof. In dem ganzen Hof nicht ein einziger Berg. Dass die Menschen so langweilige ohne Berghöfe bauen. Ob ich auf die Straße hinausfahren soll? Da fahren viele Autos. Und da kann sicher auch ein Pumuckl Auto fahren. Vielleicht ist die ganze Straße bergschief und man kann ganz, ganz, ganz lang drauf fahren. Oh, das ist eine große Schiebearbeit. Die Menschen können mein kleines Auto gar nicht sehen, vor lauter großen Autos. Ich weiß schon, was ich mache. Ich fahre unter den Autos, die da herumstehen. Da kann mich dann überhaupt keiner sehen. Ich werde ein großer Untersteh-Autofahrer oder Unterstand-Autofahrer oder... Wisst ihr, was passiert war? Der Pumuckl schob sein Auto zur Hofausfahrt hinaus und da dort der Bürgersteig schräg zur Straße abfällt, ist dem Pumuckl das Auto ausgekommen und einer älteren Frau direkt zwischen die Füße gefahren. Ach, jetzt wäre ich beinahe gestürzt. So eine Unverschämtheit, mir ein Spielzeugauto direkt zwischen die Füße zu fahren. Lausbumelentige!
Ältere Leute belästigen. Was Gescheites fällt euch nicht ein. Wo stecken denn die Lauser eigentlich? Na, die haben sie natürlich versteckt. Typisch. Hallo, ihr zwei da drin. Tut nicht so scheinheilig. Wie bitte? Haben Sie uns gemeint? Frag nicht so unverschämt. Ihr habt das Auto aufgezogen und mir zwischen die Füße fahren lassen. Gibt's doch zu? Wir? Ja, ihr. Wer denn sonst? Sind ja weit und breit keine Kinder da. Aber wir kommen doch jetzt gerade die Straße entlang. Ich hab gar kein solches Auto. Tut mir recht scheinheilig. Ich hätte große Lust, euch das Auto wegzunehmen. Aber es gehört uns gar nicht. Ich will mir eure Lügen gar nicht anhören. Es ist ein Glück, dass mir nichts passiert ist. Einen Fuß kann man sich da brechen. Mindestens. Ja, aber entschuldigen Sie, wir sind überhaupt nicht... Nehmt euer Auto und verschwindet. Eine Rücksichtslosigkeit sondersgleichen. Man sollte es eigentlich der Schule melden. Eine Unverschämtheit. Die spinnt ja, die Alte, wo wir überhaupt kein Auto haben. Aber das ist schon ein schönes Auto. Halt, es rollt davon. Ich hab's schon. Au! Oh. Was ist denn? Wie ich das Auto aufgehoben hab, hat's mich gezwickt. Ha, dich hat's wohl. Ein Auto kann doch nicht zwicken. Schau. Au. Du, das ist ja verrückt. Mich hat's auch gezwickt. Halt, es rollt wieder davon. Das hat sicher einen besonderen Mechanismus. Vielleicht ist es elektrisiert. Heb's auf. Ich? Geh, Feigling, das macht doch nichts. Wenn es ein bisschen zwickt, das nimmt man einfach. Au. Du, das ist, als wenn jemand beißen würde. Aber ich hab's. Halt fest, das untersuchen wir. Deswegen brauchst du mir nicht die Mütze vom Kopf runterhauen. Ich? Ich bin überhaupt nicht an deine Mütze gekommen. Du, jetzt zwickt's nicht mehr. Vielleicht ist der Mechanismus jetzt abgelaufen. Stell's wieder auf den Boden. Jetzt rollst du halt davon. Ich hab's schon wieder. Au! Also sowas, da kann man ja gleich Junge kriegen. Du, Fritz, das nehmen wir mit nach Hause und zerlegen es. Aber das gehört doch bestimmt jemand. Ist doch niemand da. Das hat jemand verloren. Und wenn wir schon unschuldig ausgeschimpft wurden, dann wollen wir wenigstens wissen, wie das Auto funktioniert. Au! Da nimmst du. Au! Au! Nimm du's wieder. Nimmst du. Nein, ich mag's nicht. Du. Au! Der kleine Pumuckl hat sich wie ein Wilder aufgeführt, um die beiden Buben daran zu hindern, das Auto mitzunehmen. Doch die beiden waren nicht aufzuhalten. Bis in die Wohnung hat er sie verfolgt. Und dann ist er wütend und fast weinend, so schnell in seine kleinen Füße getragen haben, zum Meister Eder gesaust. Mein Auto! Du musst mir wieder mein Auto holen. Bitte gleich holen. Oh, mein Auto! Das ist nicht weit. Komm. Moment einmal. Wo ist denn der Auto? Das haben zwei böse Buben, haben das einfach weggenommen. Zwei böse Buben? Sind die in die Werkstatt gekommen, während ich da oben in der Wohnung war? Nein, das heißt, vielleicht sind sie auch in die Werkstatt reingekommen. Oh, ich hätte ihnen die Nasen abbeißen mögen. Was heißt, vielleicht sind sie reingekommen? Ja, vielleicht heißt das... Schnell, bitte, du musst das holen. Du, schau mir mal in die Augen. Bist du auf die Straße raus mit dem Auto? So eine dumme Straße. Dumme Buben. Oh, mein Auto. Mein schönes Auto. Ich hab dir ganz genau gesagt, was passiert, wenn du damit auf die Straße gehst. Jetzt schau nur zu, wie du wieder zu deinem Auto kommst. Ich rühre keinen Finger. Ich kann mir keinen Augenblick allein lassen. Du wirst schauen, wie ich schaue, dass ich zu meinem Auto komme. Es wird fürchterlich, sag ich dir. Fürchterlich. 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 Während der Pumuckl zum Meister Eder gelaufen ist und versucht hat, ihn zu überreden, das Auto zu holen, ist bei den Buben zu Hause die Mutter dazugekommen und hat das Auto gesehen. Und sie hat gesagt... Fritz, Franz, woher habt ihr denn das Auto? Gefunden. Und das nehmt ihr einfach mit heim? Das geht doch nicht. Wir sind geschimpft worden, weil eine Frau drüber gestolpert ist. Und damit nicht wieder jemand drüber stolpert... Erfindet doch bitte keine so albernen Ausreden. Ihr habt das Auto einem anderen Buben weggenommen. Wie alt seid ihr eigentlich? Nein, Mutti, bestimmt nicht. Wir wollten bloß untersuchen... Da wird nichts untersucht. Das Auto tragt ihr sofort wieder dahin, wo ihr es her habt. Und zwar auf der Stelle. Aber Mutti, das hat so komisch gezwickt. Kein Wort weiter. Ihr tragt es auf der Stelle zurück. Den Buben ist nichts anderes übrig geblieben, als zu folgen. Zwar murrend, aber immerhin, sie sind gegangen. Allerdings haben sie einen kleinen Umweg gemacht, weil sie es nochmal ausprobieren wollten, ob's zwickt. Aber nichts hat mehr gezwickt. Und so ist es gekommen, dass der Pumuckl den beiden Buben nicht begegnet ist, wie er voll Wut wieder zu ihrer Wohnung gesaust ist.
Diesmal zwicke ich nicht nur, diesmal beiße ich auch. Und wenn das Beißen nichts nützt, dann kratze ich und ich mache ganz schreckliche Sachen und dann fahre ich mit meinem eigenen Auto nach Hause. Ganz schnell, jawohl, so schnell, dass mich keiner einholen kann. Ja, hup nur. Ich werde auch hupen. Und dann musst du auf die Seite fahren, weil der Pumuckl kommt. Jawohl. Ah, da ist das Haus. Und die Haustür ist auch auf. Und in die Wohnung, da komme ich schon hinein. Und wenn ich durch den Briefkastenschlitz kriechen muss. Der Pumuckl ist tatsächlich auch in die Wohnung hineingekommen. Doch dort waren weder Auto noch Buben. Er ist hin und her gesaust, hat auf den Schränken sowie unter den Betten einigen Staub aufgewirbelt. Vergeblich. Die Buben aber waren inzwischen ganz gemütlich vor der Einfahrt zu Meister Eders Hof angekommen. Da auf der Straße ist es gestanden. Da stellen wir es einfach wieder hin. Soll von mir aus drüber fallen, wer will. Dann wird's halt ein anderer mitnehmen, als ob das nicht aufs Gleiche rauskäme. Aber das mit dem Zwicken, da wäre ich schon gern dahinter gekommen. Vielleicht war es noch aufgezogen und dadurch mit irgendetwas aufgeladen. Glaubst du? Wenn wir nur einen Schlüssel hätten. Weißt du was? Wir stellen es doch nicht hier auf die Straße. Wir stellen es in den Hof da hinten und schauen, wie er es nimmt. Au ja. Und wenn es ein Kind ist, dem es nicht gehört, machen wir ihm recht Angst. Und natürlich, wie die beiden Buben in den Hof hinterkamen mit dem roten Auto in der Hand, da hat es der Meister Eder von seinem Werkstattfenster aus gesehen. Und schon ist er rausgekommen. Hallo! Ihr zwei da? Ja, meinen Sie uns? Ja, natürlich, wenn denn sonst. Geh, zeig mir doch einmal das Auto. Das haben wir da draußen auf der Straße gefunden. Wir wollten es gerade zurückbringen. Na ja, dann ist ja alles gut, aber woher habt ihr denn gewusst, dass es mir gehört? Ihnen gehört's? Nein, das haben wir nicht gewusst. Na ja, es gehört einem Buben, der bei mir wohnt. Sie? Warum zwickt denn das Auto? Wo zwickt's? Wenn man es anfasst, dann zwickt es. Aber jetzt nicht mehr. Wir haben aber nichts kaputt gemacht. So, das hat gezwickt. Ja, das glaube ich schon. Da habt ihr noch Glück gehabt, dass es nur gezwickt hat. Gell? Das ist mit was geladen. Ja, geladen vor Wut. Aber das versteht's ja nicht. Jedenfalls ist es nett, dass ihr es gebracht habt. Ich danke euch recht schön und da habt ihr eine Mark als Finderlohn. Ui, danke schön. Aber bitte, ich hätte doch gerne gewusst, mit was das geladen ist. So. Na ja, ich kann's euch ja sagen, mit Pumuckelistikum. Prima, gell? Du, ich glaub, der ist nicht ganz richtig. Ich glaub auch. Komisch. Die zwei haben sich aus all dem natürlich keinen Vers machen können. Aber das Auto, ebenso wie das Geheimmittel Pumuckelistikum, war bald vergessen. Der Pumuckel dagegen ist in heller Wut wieder heimgekommen, weil er ja das Auto nicht mehr gefunden hat. Der Meister Eder hat sich ganz scheinheilig gestellt und getan, als wüsste er von nichts. Das Auto hat er in einer Schublade versteckt. Reißen, reißen, zerreißen, alles durcheinander schmeißen. Ich will mein Auto, ich will mein Auto. Hast du es nicht gekriegt? Es ist nicht mehr da, es ist fort und die Buben sind auch fort. Und ich muss Sachen werfen, sonst platze ich. Du, ich sag dir eins, du hebst alles wieder auf, was du jetzt runterschmeißt. Nein, nichts hebe ich auf, nichts. Runter mit dem Hammer! Runter mit den Pfeilen! Runter mit der Schachtel! Da ist noch ein Topf voll Wasser. Wirf den auch noch runter, dann kannst du den Boden auch gleich aufwischen. Nichts tue ich, nichts. Nie mehr tue ich was, wenn ich mein Auto nicht wiederkrieg. Gib den Wassertopf her. Also, wenn du das Auto nicht mehr kriegst, tust du nichts mehr. Aber wie ist es, wenn du es wieder kriegst? Tust du dann alles? Ja, alles, aber ich krieg ja nichts mehr, nie mehr. Und es war so schön. Und es ist doch mein Geburtstag. Und ich hab mich so gefreut. Ja, das passiert halt, wenn man so dumme Sachen macht. Ich will ja niemals mehr dumme Sachen machen. Ich will niemals mehr dumme Sachen machen, wenn ich bloß das Auto wieder kriege. So. Ja, dann heb jetzt erst einmal alle Nägel auf, die du runtergeschmissen hast. Und die Feilen. Und den Hammer auch.
Und dann putzt den Boden auf und dann kriegst du dein Auto wieder. Ich krieg mein Auto. Aber erst nach dem Aufräumen. Aufräumen. Ich tu das. Das können Kobolde gar nicht. Ja, dann tut's mir leid. Dann wird's eben nichts mit dem Auto. Wo ist denn das Auto? Da, in der Schublade. Na, schau her. Oh, da ist es ja. Mein Auto, gib her. Nein, erst aufräumen. Erst aufräumen. Oh. Hier ist ein Nagel. Und hier ist noch ein Nagel. Und hier ist noch ein Nagel. Und hier ist... Also, nach so vielen Nägeln ist hier sicher schon ein Auto. Nein, da liegt noch ein Hammer. Und die Feilen... Ja. Ein Hammer ist aber sehr schwer. Ja, das macht nichts. Zum Runterschmeißen war er leicht. Ja, das ist komisch, nicht wahr? Aber bitte hier. Hier ist der Hammer und die Pfeile. Und jetzt kriege ich das Auto. Ja, und was ist mit dem Wasser da auf dem Boden? Das Wasser. Das Wasser, das trocknet von ganz alleine. Wasser kann man ja nicht aufheben. Aber aufwischen, da ist ein Lumpen. Ja, schon. Aber vielleicht wird der Lumpen viel zu nass. Und dann ist es sehr schade um den Lumpen. Ja, da brauchst du keine Angst haben. Schön aufwischen. Schön. Na, aufwischen ist nicht schön. Und man kann nicht schön und ja, also auf... wie du meinst. Für mich liegt das Auto gut in der Schublade. Aber für mich nicht. Und ja, ich werde schon aufwischen. Oh. Aufwischen ist schwer. Ich glaube, es gibt ein Koboldsgesetz, dass man am Geburtstag nichts aufwischen darf, sonst wird man ein Heinzelmännchen. Ja, das ist aber ein sehr feines Gesetz. Ja. Habe ich mir doch schon immer ein Heinzelmännchen gewünscht. Das ist überhaupt nicht wahr. Sonst hättest du nämlich keinen Koboldsgeburtstag gefeiert, sondern einen Weil-nicht-Heinzelmännchen-bekomme-Trauertag. Und jetzt ist der Lumpen so voll Wasser, dass er kein bisschen Wasser mehr schlucken kann. Ja, ist ja schön. Gib her, dann wind ich ihn aus. Und da hast du dein Auto zurück. Mein Auto. Der erste Klabauto mit einem Auto. Und das reimt sich sogar. Also das Auto, weißt du, das ist ja fast so schön wie ein Segelschiff. Ja. Und ja, und wenn du mal in die Werkstatt ein bisschen Wind hereinlässt, dann ist es vielleicht genau so schön wie ein Segelschiff. Pfui! Wuhu! Wuhu!